Die sind ja bisher die ganz große Überraschung und sie wollten diese Serie auch gegen Casino Graz GAK fortsetzen. Noch dazu, wo es heute eine Verstärkung gab, denn der bisher verletzte Aminas Narbekovas stand wieder als Offensivkraft zur Verfügung. Der Ex-Austrianer also wieder mit dabei und viele Kinder mit von der Partie. Unter 15-Jährige haben freien Eintritt. Und den ersten Tritt, den muss Michael Binder einstecken. Von Admira Wacker-Mödling neu. Zunächst Vukovic, dann Hartmann. Und Freistoß für die Südstädter. Und schon Nabekovas. Ernst Aigner mit dem Kopf. Da schraubt er seine mehr als 1,90 Meter auf mehr als 2 Meter. Aber Auges Augen sehen keinen Treffer. Ja, jetzt sehen wir typische Szenen der ersten 45 Minuten. Gespielt wird hier nämlich nur von 16er zu 16er. Beide Mannschaften versuchen Angriffe aufzubauen. Hier Admira Wacker-Mödling, Ogris versucht den jungen Fallmann einzusetzen. Gelingt nicht. Gegenstoß, Muschek, ein langer Pass, ein langes Bein von Aigner. Ja, und lange Gesichter bei Fans und bei Trainer Kienast. Dann wieder die Südstädter. Da kommt Andi Ogris an den Ball, aber er springt ihm zu weit weg und daher haut er den Ball mit Rücklage über das Tor. Die Grazer versuchen es jetzt mit einem langen Pass über Ramusch gegen Aigner und wieder hat Aigner die längeren Beine. Androschka ohne Probleme, für ihn ja das Debüt in der Südstadt. Aigner verletzt sich bei dieser Aktion, muss vom Feld, für ihn kommt Harald Suchert. Erstmals Aufregung unter den 4000 Zuschauern dann bei diesem Foul an Helmut Graf. Jürgen Hartmann, der Steirer und Ex-Tiroler, kassiert dafür die gelbe Karte. Dann der Freistoß, wieder Nabekovas, aber so nicht. Das zeigt auch Andreas Ogris, nicht zu fassen. Das ist die attraktivste Szene der ersten Spielhälfte. Und Friseurin Ogris nur mit Franz Wohlfahrts Frisur zufrieden, wahrscheinlich nicht so sehr mit der Leistung ihres Mannes, denn der beginnt die zweite Spielhälfte mit diesem Foul an Muschek, kassiert dafür auch die gelbe Karte von Schiedsrichter Hensel. Ja, und was kaum jemand zu hoffen wagt, nach der ersten Spielhälfte vor allem, die ausgesprochen mäßig verläuft, kommt dann doch. 56 Minuten gespielt, Ramusch in die Mitte, Fehler Androschka und Herr Fritz Habitzer, ein klassischer Abstauber. Androschka hier offensichtlich nicht voll konzentriert, wir sehen gleich die Zeitlupe. Und Sabitzer staubt ab. Den Weltmeister aus München regt so ein Tor allerdings nicht besonders auf. Jetzt kommt, was kommen muss. Der GAK wird stärker durch das Tor. Freistoßchance wird abgefälscht von Sabitzer. Damit Eckball für Casino Graz GAK. Dieter Ramusch. Und Sabitzer. Sabitzer mit dem Kopf durch die Wand der Verteidigung. 2:0 für die Grazer. Die Admira-Verteidigung beschränkt sich aufs Zuschauen und Sabitzer darf jubeln. Was jetzt kommt, ist nicht noch einmal dieselbe Aktion, sondern eine ähnliche Aktion. Wieder Ramusch, wieder Sabitzer, 3:0 von rechts mit rechts und wieder der Kopfball. Eine Art steirischer Doppelpack zum dritten Mal in einer Spielhälfte, das nennt man Hattrick. Ja, Androschka kann einem leid tun. Plötzlich fliegen ihm die Bälle um die Ohren. Und es kommt noch dicker. Wieder der GAK über Radovic. Radovic legt auf Herbert Wieger. 79. Minute erst ins Spiel gekommen. 3 Minuten später macht er das Tor zum 4:0 für den GAK. Eigentlich eine Art Vienna-Aktion, denn Radovic macht den Pass, spielt da zurück hier und Herbert Wieger macht das Tor, wunderschön geschossen, ehemalige Vienna-Spieler.
Ja, und dann will unbedingt Ramusch auch selbst noch ein Tor machen, nachdem er so gut zusammengearbeitet hat mit Sabitzer. Da wird nichts draus. Auf der anderen Seite Admira Wacker-Mödling plötzlich wieder von der Vergangenheit eingeholt. Hier nochmal die Zeitlupe an diesem Ramusch-Versuch. Und auch Andreas Ogris wird plötzlich zur grauen Maus, die sich wohl nach so einer Aktion, wie wir sie jetzt gleich sehen, am liebsten vergraben würde. Ja, und dann sehen wir zu Ende noch Klaus Augenthaler, seine Euphorie nach 4 Toren. Ja, also besonders gefeiert hat der Klaus Augenthaler diese 4 Tore nicht. Die erste Niederlage. Ja, Halbzeit haben sie einen richtigen Anschiss bekommen, weil die erste Halbzeit war ein Spiel wie von einer Freizeitmannschaft. Ich glaube, die Burschen brauchen einen gewissen Druck. Sicherlich hat auch Mödling nicht die Chancen zugelassen, aber wir haben nicht mit der gewissen Aggression gespielt gehabt, deswegen auch das Spiel, das so dahin geplätschert ist. Kein Tor im Frühjahr und jetzt nach 3 Runden schon 4. Wie macht das der Sabitzer? Ja, ist ganz einfach. Im Frühjahr habe ich eigentlich selten gespielt beim Gustl Starek. Warum, weiß kein Mensch, aber ich habe mich neu motiviert unter einem Trainer Augenthaler. Und ich glaube, das ist sehr positiv und ich glaube, das ist eindrucksvoll bewiesen mit 3 Toren heute wieder. Wir haben sie mit Sicherheit heute einen rabenschwarzen Tag erwischt, aber ich möchte dazu sagen, dass mir ein 0:4 einmal vielleicht lieber ist, als wenn wir 4 mal 0:1 verlieren. Und mit Sicherheit werden wir am Samstag eine andere Admira sehen. Ja, und im Max.